obwohl das Spiel jetzt schon fast 10 Jahre alt ist, ist das, glaube ich, das größte Update, was Nintendo für Mario Kart 8 bisher gemacht hat. Aber im Gegensatz zu den anderen drei Wellen hat es nicht nur Strecken hinzugebracht. Okay, wir hatten jetzt in Welle 3 die Item-Regeln, aber es war jetzt keine große Änderung am Core-Gameplay, auch wenn man sich damit lustige Sachen machen kann. Wir haben jetzt endlich neue Charakter, Birdo, und wir haben halt 5 Slots für weitere Charakter. Ich bin mega gespannt, was da noch kommt. Aber die haben halt nicht nur einen neuen Charakter hinzugebracht, die haben auch alte Charakter- und Kartteile angepasst, was hoffentlich mal in Online-Spielen ein bisschen Variety reinbringt. Wir müssen nicht mehr nur noch Waluigi Wiggler sehen, denn es sind auch endlich andere Sachen viable und können gefahren werden. Es ist einfach hoffentlich schön, mal ein bisschen was anderes zu sehen. Eine Meta muss ich jetzt natürlich erstmal bilden. Es muss rausgefunden werden, was alles gut ist. Aber es sieht bisher so aus in Time Trials, was so getestet worden ist, dass halt einfach ganz viele Sachen deutlich besser sind als Waluigi Wiggler. Ich find's großartig. Ich war eh nie ein Waluigi-Spieler. Keine Ahnung, Wiggler ist einfach ein wirklich merkwürdiges K. Ich habe die neuen Strecken jetzt zwar alle schon einmal gespielt, normal mache ich das ja immer im Stream, um mal so einen Ersteindruck einzukriegen, aber im Stream hatten wir leider ziemlich viele technische Probleme. Oh, nein, gleich, ich habe doch gerade... Gleich Fehler bei der Datenübertragung. Abgestürzt. Oh nein. Dementsprechend versuche ich das jetzt einfach mal nochmal ein bisschen so durchzufahren, meine Gedanken zu sammeln. Das ist jetzt mal was Neues für mich, normalerweise spiele ich sowas halt immer im Stream und nehmen all meine Sachen immer im Stream auf. Aber ich kann jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr darüber reden, was denn meine Gedanken zu den ganzen Sachen sind. Oh mein Gott, das war knapp. Ich finde die Tourstrecken wie immer okay. Ich finde sie nie die besten. Ich finde, grafisch sieht man immer total, dass sie aus Tour sind und nicht für Dingens gemacht. Auch wenn die alle wieder besser geworden sind vom Anfang. Welle 1 war halt, sah aus, als hättest du sie mit dem Paint Bucket in... Ne, mit dem Eimer in Paint gefüllt, einfach von den Farben her, ist, aber ich mag das, wie sehr unterschiedlich die Runden alle sind. Wir hatten das ja in den anderen Tourstrecken auch. Von Runde zu Runde wird es ein bisschen anders. Jetzt fühlt es sich wirklich an, als wäre jede Runde was komplett anderes und du würdest die gleichen Sachen überhaupt nicht abfahren. Es fühlt sich also mehr an wie so eine Strecke, die halt... Es fühlt sich einfach mehr an wie die Strecken, die halt kein Rundkurs sind. Ich versuche einfach mal, während ich die Strecken zeige, mal so ein paar Auto-Fahrer-Kombinationen durchzugehen, die sich bisher als relativ gut erwiesen haben. Man sieht jetzt hoffentlich online einfach Sachen, die man vorher nie gesehen hat. Die kleinen Dinger, wie sie hier rumlaufen, auch mega süß. Aber ich glaube, bisher ist das mal wieder, was ich, glaube ich, jetzt jedes Mal gesagt habe, meine Lieblingswelle. Also die Strecken sind wirklich saugut geworden. Was außerdem auch hinzugefügt worden ist, was ich absolut nicht erwartet habe, ist, es wurden Shortcuts auf alten DLC-Strecken jetzt plötzlich hinzugefügt. An sich war Nintendo ja nicht der riesen Shortcut-Fan bisher und hat die immer mehr so versteckt oder erst gar nicht zugelassen. Im Base-Game von Mario Kart 8 ist es sehr oft, dass du die Strecke nur so einen Ticken verlässt und zack, holt dich Lakito ein. Jetzt fügen sie im Nachhinein sogar relativ große Shortcuts hinzu. Wow. Ich fahre hier großartig, Mann. Die Karts sind alle extrem gut. Auch wenn wir jetzt hier natürlich nur gegen Bots spielen und nicht online. Aber trotzdem, es fährt sich alles ziemlich super. Okay, verdammt nochmal, eine meiner Lieblingsstrecken aus Wii. Ich bin so froh, dass endlich ein paar neue Strecken aus Wii reingekommen sind. Maple Treeway war schon... ein Riesending für mich, weil das war, glaube ich, meine absolute Favorite-Strecke. Aber DK's Chicane ist auch so eine großartige Strecke. Jetzt, wo wir ja auch die hier haben. Und man kann die Kurven damit immer noch schneiden. Let's go. So eine tolle Strecke. Jetzt, wenn wirklich noch mehrere Charaktere reinkommen. Wir hoffen auf Funky Kong, wir hoffen auf Funky Kong. Bitte Funky Kong. Irgendwie wäre es mir damit schon egal. Keine Ahnung. Die meisten sind ja schon drin. Es wird immer mehr zu Mario Kart Ultimate. Was natürlich auch immer heißt, Mario Kart 9 rückt in weite, weite Ferne und wir kriegen auf der Switch wahrscheinlich sowieso kein neues Mario Kart. Das kannst du komplett vergessen.
Ein Mario Kart 9 würde natürlich noch mal mehr machen. Du könntest vielleicht neue Spielmodi reinbringen, wie den Adventure-Mode aus DS oder einen Modus aus, also einen Modus wie ein Double Dash, dass du mit zwei Fahrern fährst, damit die Karts dann das Ganze auch anpassen. Also sowas wäre natürlich großartig. Ups, der war schlecht. Aber trotzdem, Mario Kart 8 ist, glaube ich, mittlerweile mein... Also allein von, wie sich das alles fährt und wie das mit Online funktioniert und so, ist es einfach das beste Mario Kart. Und natürlich ist es großartig, dafür so viel Content wie irgend möglich zu kriegen. Was soll das denn hier? Jetzt muss ich mich ein bisschen anstrengen, hier noch irgendwie alles durchzukriegen. Aber... Nein, ach verdammt, ich wollte gerade sagen, die Shortcuts funktionieren ja. Aber nicht, wenn man sie so schrecklich nimmt. Oh, außer du wirst natürlich so weit nach vorne gesetzt. Und? Let's go! Oh mein Gott. Das schneiden wir raus! Was? Ich werde einfach nur Zweiter, ist natürlich lächerlich. Jetzt kommen wir auch mal zu meiner absoluten Lieblingsstrecke aus dieser Welle. Ich glaube vielleicht sogar aus bisher dem ganzen DLC. Weil Yoshi's Island für den Super Nintendo ist eins der schönsten Spiele aller Zeiten. Und ich finde, die Map fasst das einfach unglaublich schön zusammen. Oh mein Gott. Wie verspielt das hier alles ist. Es ist so schön. Allein die Farben. Ich liebe die Strecke. Auch die Münzen. Man sieht es jetzt schlecht. Oh mein Gott, hier ist ganz schön viel los. Die Münzen hier, einmal kurz drauf achten. Haben kleine Yoshis drauf, sind also wieder angepasst, wie damals auf dem Wii U DLC in Hyrule Castle und der Animal Crossing Strecke, wo die ganzen ja auch angepasst waren an das eigentliche Spiel, an das sie angelehnt waren, dankeschön, ist es hier auch wieder so und es ist einfach wirklich eine der schönsten Maps, die bisher rausgekommen sind. Auch die Stelle, die jetzt gleich kommt, großartig. Ich muss jetzt mal mein Bestes geben, versuchen die... ja, wir haben die Wolke gekriegt. Damit öffnet sich nämlich hier, wie in Hyrule Castle, ein bisschen mit den zwei Spin-Boosts, die man da einsammeln kann. Das war natürlich schlecht. Öffnet sich einfach ein neuer Weg. Und das macht die Strecke halt nochmal ein bisschen einzigartiger. Ist, glaube ich, aus allen Wellen bisher meine Lieblingsstrecke, allein wegen Abwechslung und alles grafisch und sonst was. Ich bin immer einer, der nicht gern die Meta spielt, weil man mich dann darauf hinweisen kann, du hast ja nur gewonnen, weil du insert was auch immer Meta-Car wird. Let's go. Direkt wieder. Diesmal das Ende ein bisschen besser nehmen. Dazu wurden natürlich auch noch ein paar Bugs gefixt. Eine Sache oder Sachen hinzugefügt, von denen ich dachte, sie wären schon die ganze Zeit drin. Eine Sache, die mir im Stream aufgefallen ist, zum ersten Mal in meinem Leben, war, dass ich mit einem Geist einen Blitz gedodged habe. Das ist anscheinend neu. Ich wusste nicht, dass Blitze dich in Powersternen und der Geistform treffen können, aber anscheinend ist das in diesem Update neu gewesen. Ach komm, ich will doch nur Bernd überholen. Aber es kam halt auch nicht mal eine blaue oder so. Das oh mein Gott, was? Ich hab... Ja, oh, das stimmt. Ich hab den Blitz gedodged, weil ich ganz kurz davor meinen Geist eingesetzt habe. Ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, was abging. Nice. Ich fand, der Fruchtcup war absolut großartig. Der Boomerang-Cup hat aus irgendeinem Grund zwei Tourstrecken drin. Und ich finde, drei Tourstrecken sind ein bisschen viel, aber vielleicht ist denen aufgefallen, dass sie einfach in den Wellen die ganzen nicht mehr runterkriegen. Was schade wäre, wenn wir jetzt mehr kriegen, weil ich finde sie jedes Mal nicht so gut wie andere Strecken. Auch diese hier ist die merkwürdigste, weil ich finde, die Kurven sind absolut schrecklich manchmal. Viel zu rechtwinklig. Fühlt sich ein bisschen an wie ein nicht so guter Custom Track in manchen Stellen. Aber du hast ziemlich viele coole Wege. Aber trotzdem, das hier ist eine der schöneren Tourstrecken. Ich fand die auch von mir als Europäer zu sagen, ich glaube, die europäischen Strecken waren relativ langweilig. Weil die halt einfach sehr eintönige Städte waren. Ich muss jetzt sagen, die Berlin-Strecke war nicht so abwechslungsreich wie das hier.
Was aber auch daran liegt, dass wir hier einfach wieder irgendwie... Ich weiß nicht, ob die neuere Tourstrecken sind, weil ich habe Tour einfach gespielt, als es rauskam. Mir gedacht, wow, das ist ja saublöd, dass ich nur lenken kann. Und dann habe ich Tour direkt wieder aufgegeben. Ich weiß, dass es da ein Update gab. Und also schon lange, dass das nicht mehr so ist. Und es mehr wie ein normales Mario Kart ist. Aber ich sehe einfach keinen Sinn da drin, Mario Kart auf meinem Handy zu spielen. Das hier ist außerdem eine der Sachen, was ich finde, fühlt sich ein bisschen eher an wie so ein Custom-Track. Aber hier sowas. Das hattest du in Berlin und Paris und London einfach nicht. Die waren ein bisschen langweiliger. Obwohl, Tokio war auch nicht so spannend. Und da würdest du jetzt ja mal denken, kennt sich Nintendo am besten aus. Aber keine Ahnung. Und jetzt Marios Piste von DS. Für mich die iconicste Marios Piste. Obwohl ich sagen muss, wir haben langsam ein bisschen... Wir haben langsam genug Marios Pisten. What the fuck ist los mit mir? Hier müssen wir natürlich einmal mit Classic Mario spielen. Das gehört sich einfach. Aber auch Mario mit Standard-Kart mittlerweile besser oder zumindest gleich gut wie Wario Wiggler. Hat sich einfach komplett geändert. Ich glaube, Wario Wiggler ist einfach raus. Den werden wir nicht mehr sehen. Ich muss auch sagen, das ist wirklich die merkwürdigste Kartkombination aller Zeiten. Ich will sie nicht vermissen. Wir hatten uns ja, glaube ich, in Welle 1 relativ lustig drüber gemacht, über Marios Piste 3. Die war, glaube ich, vom Super Nintendo. Ist natürlich auch daher einfach nicht das Spannendste vom Spannendsten. Da hätte man mit Welle 1 schon ein bisschen mehr rausholen können. Aber hey, wir haben mittlerweile so viel Strecken. Und wir haben auch langsam fast alles drin, wo ich sagen würde, das muss unbedingt rein. So ein paar fallen mir bestimmt noch ein. Müsste ich aber mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Ich habe ja in letzter Zeit zum ersten Mal in meinem Leben wirklich Mario Kart 7 gespielt. Und ich muss sagen, die Strecken waren unglaublich gut. Das ist ein extrem gutes Mario Kart, was ich in meinem Leben viel zu wenig beachtet hatte. Aber die besten sind auch schon wieder drin. Rainbow Road ist drin, großartige Strecke. Die, wo man durch die Röhren fliegt, die beim Trailer gezeigt worden ist, dessen Namen ich vergessen habe. Großartige Strecke ist hier aber auch schon drin. Das war schlecht. Hüpf. Ach, verdammt, da habe ich mir nochmal was abluchsen müssen. Auf den dritten? What the fuck? Nein. Scheiße. Und noch eine meiner All-Time-Favorites. Ich bin so froh mit den Strecken, die in letzter Zeit dazugekommen sind. Es ist so toll. Und der Boden ist halt auch nicht einfach nur braun gefärbt. Ich weiß wirklich nicht, ob das, dafür kenne ich mich halt mit Tour zu schlecht aus, einfach daran liegt, dass die Strecke nicht in Tour, sondern hierfür jetzt remade worden ist. Aber man sieht einfach einen krassen Unterschied zu dem, was Welle 1 uns so gegeben hat. Aber die Strecke ist ganz schön umgebaut worden. Es sind nicht mehr all die Piranha-Pflanzen, die einfach irgendwo hier reingehen, dass es wirklich manchmal schwierig war, da irgendwo noch durchzukommen. Wir haben die Wege, auf denen du da oben fahren kannst. Es sieht anders aus, aber trotzdem. Trotzdem ist das eine saucoole Strecke. Da oben halt ein bisschen Anti-Gravity. Ist auch eine der Sachen, die ich mich bei den letzten Wellen immer aufgeregt habe. Anti-Gravity ist eine der großen Sachen aus Mario Kart 8 gewesen. Baut das in alte Strecken ein, so wie ihr das früher auch gemacht habt, als ihr die für normal Mario Kart 8 remade habt oder für das DLC auf Wii U. Und jetzt fangen sie endlich damit an. Ich muss echt sagen, diese ganzen Wasserspiegelungen und sonst was, das Leuchten im Boden, das ist so ein anderes Level als Welle 1 und 2, Mann. Ich bin so froh, wie viel besser das alles geworden ist. Wenn wir jetzt wirklich einfach, ich weiß nicht, 38 Strecken sind es, glaube ich, gekriegt hätten im Level, auf dem Level von Welle 1, dann wäre Mario Kart wahrscheinlich für mich wieder tot gewesen, nachdem die DLCs rum gewesen wären. Aber jetzt? Ich habe endlich mal angefangen. Mein Gott. Ich habe endlich mal angefangen, 200cc zu üben. Das habe ich einfach bisher immer ignoriert, weil mir das zu schnell gewesen ist. Und das ist die letzte Map, die letzte Tourstrecke und hoffentlich das letzte Mal, dass wir Waluigi Wiggler irgendwo sehen, weil das wirklich niemandems Lieblingskombination ist, sondern nur gespielt worden ist, weil es gut ist und man ordentlich tryharden muss in irgendwelchen Online-Lobbys.
Auch die hier finde ich für ein Tour-Level ziemlich schön und abwechslungsreich. Aber trotzdem, nicht der größte Fan von den Tour-Leveln. Es ist halt einfach nur, es ist halt einfach eine beschränkte Kreativität, die man haben kann, wenn man in der echten Welt spielt. Da laufen halt einfach keine Piranha-Pflanzen durch die Gegend. Auch wenn da hinten ein paar Paratrooper rumfliegen. Außerdem ein Charakter, der sehr cool wäre, für als neuer Charakter oder Skin für einen der neuen Fahrer. Ich muss auch sagen, es wäre großartig, wenn sie nicht nur neue Fahrer, sondern auch ein paar Skins rausbringen würden. Ich hätte so gern den Lederhosen-Luigi. Und wenn sie neue Cards reinbringen, bitte auch direkt noch... Wenn sie neue Cards rausbringen, bitte auch direkt noch hier schön das Bratwurst-Auto. Das war so cool. Das wäre wahrscheinlich mein neuer Main. Und ich bin halt einfach Riesenfan von allen Strecken, die keine Rundkurse sind. Ich finde die Abwechslung ist einfach so viel besser. Auch eine Neuerung, die in Mario Kart 7 reingekommen ist, die ich einfach komplett ignoriert habe. Weil ich das Spiel nie gespielt hatte, bis dann Mario Kart 8 rauskam. Was ich nicht gespielt hatte, bis Deluxe rauskam, weil ich für meine Wii U nur ein Spiel gekauft habe. Naja, zwei oder drei, keine Ahnung. Sagt mir außerdem gerne, wie ihr das hier findet, jetzt wo das mal das erste Mal war, dass ich so eine Aufnahme so einfach für mich gestartet habe, ohne dass der Stream dabei ist, ohne dass mir irgendwer dazwischen labert. Ich finde es ein bisschen schwerer, als im Stream zu reden, wo ich weiß, mir gucken Leute zu und ich kann auf den Chat eingehen, um auf irgendwas einzugehen und muss mir nicht alles aus den Fingern saugen. Aber ich habe mir alle Mühe gegeben, zumindest meine Gedanken zu dem neuen Update zusammenzufassen. Und es ist eine großartige Welle. Es ist eine großartige Welle. Ich werde demnächst nochmal eine schöne neue wilde Item-Kombination machen, was wahrscheinlich die letzte wird, da wir keine neuen Items kriegen werden und wir so gut wie alles durch haben. Es gibt nur so ein paar Sachen, die ich nochmal ausprobieren wollte. Und sonst, lasst ein Abo da. Sagt mir, wie ihr es fandet. Das war jetzt mal was Neues. Bisschen merkwürdig für mich. Aber es wird schon. Haut rein.